Natürlich geht die Aufnahme direkt weiter. Final Fantasy 16 06. Steht dir wirklich ausgezeichnet, oder? Ja, das tut es. Was schulde ich dir? Ach, das bisschen Leder gebe ich Weißherz doch gerne umsonst. Natürlich bin ich traurig, dass sie uns verlässt, aber niemand verdient es mehr als sie, ihr Glück zu finden. Ich mag den Typen. Keine Sorge, wir schaffen das schon alles auch ohne sie. Ich dachte, der wäre so ein ganz komischer Idiot. Hörst du, Weißherz? Du hast dir eine Abwechslung verdient. Viel Spaß beim Reisen mit deinem Herrn. Ah, der Typ ist super. Doch, der ist lieb. Jetzt, wo ich dich richtig ansehe, kommst du mir aus irgendeinem Grund bekannt vor. Genau, als diese Chocobos meinen Wagen umgeworfen haben, warst du... Nein, das kann nicht sein. Das war damals ein Träger. Vielleicht mein Doppelgänger. So wird's sein. Diese ganze Aufregung tut mir nicht gut. Ich bin ja schon völlig wirr. Ignoriere mich einfach. Nun denn, ich muss weiter. Ganz viel Glück euch beiden. Das ist interessant, das war eigentlich das Arschloch von damals. Aber so schlecht kann der gar nicht sein. Bleib erstmal bei deiner Herde. Ich ruf dich, wenn ich dich brauche. Na siehste, ist doch eine gute Sache. Ich ruf dich, wenn ich dich brauche, darfst aber trotzdem bei deiner Herde bleiben. Das ist ein Deal, womit alle glücklich sind. Sag ich. Chocobo freigeschaltet. Gut. Okay. Nach den 18 langen Jahren sind Clive und sein Reitvogel endlich wieder 18 Jahre. Halte R3 gedrückt, während du dich im Freien befindest, um Ambrose herbeizurufen und mit X aufzusteigen. Ich will natürlich jetzt... So. Schneller! Okay, das ist cool. Yo! Ups. Ah, guck mal. Die Tiefe hat auch... Was mit unserem Hund? Oh, das wäre cool, wenn der Hund jetzt auch aufs Rum. Okay, das ist cool. Das finde ich eine super Sache. Ich glaube, dass das eine gute Idee war. Alter! Hätte ich vielleicht nicht machen müssen. Bin ich ganz ehrlich. So, ich würde gerne aber eine Sache nochmal machen. Ich würde gerne gucken, ob ich meine Feuerramme... Ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Wenn wir das mal verbessern. Aber ich würde auch gerne... Irrlicht, ja, brauche ich jetzt nicht zwingend. Provozieren, lodernde Klinge, Senkhieb.
Ja. Obwohl, ich würde gerne... Gib dir ein Zitat. Behandle dein Haus hier so, dass du ihm im nächsten Leben ohne Probleme mit vertraut... Hat er nicht schlecht gesagt. Schwerthieb. Ich kann es aber nicht verbessern, ne? Magie-Kombo. Das könnte ich verbessern. Ich würde gern, das würde ich gerne verbessern. Das war ziemlich gut. Gut, ich meine, hier muss man ja sagen, es sind ja nicht meine Haustiere. Wo ist Gav? Gav. Also Gav. Sind ja Nutztiere. Das sind ja meine Partner. Gleich, nicht irgendwelche Haustiere. Ich dein Lächeln vermisst. Was hast du erfahren? Wie, nicht mal ein nettes Wörtchen für deinen Gav? Mittlerweile solltest du ihn kennen. Raue Schale, weicher Kern. Nun setz dich, du Esel. Also, das Kaiserreich ist doch nach dem Erlöschen von Drachenkopf sofort im Dominium eingefallen. Und alle anderen Länder haben sich in den Arsch gebissen, weil sie nicht zuerst auf die Idee gekommen sind. Ein halbes Jahrhundert Unabhängigkeit und dieser Verrückte schnippt einmal mit den Fingern. Bei der Menge an Kristallen und Land ist wohl selbst seiner Heiligkeit das Wasser im Mund zusammengelaufen. Jedenfalls hat die Republik endlich beschlossen, selbst aktiv zu werden und unter dem Vorwand der Befreiung Sanbrek den Krieg erklärt. Jetzt belagern sie das Kristalldominium, um die Kaiserlichen auszuhungern und zur Kapitulation zu zwingen. Und nun schauen alle auf die Straße von Uta. Die einen kämpfen bis aufs Messer, während die anderen es wetzen, um den geschwächten Sieger zu stürzen. Niemand wird uns kommen sehen. Wir nehmen uns die Mutterkristalle vor. Vier Mutterkristalle sind noch übrig. Drachenhauch auf Eisenholm. Drachenfang in Dalmekia. Drachengrat in Valut. Und Drachenschweif. Hier im Kristalldominium. Der Großteil der dalmekischen Armee wird... Ich glaube, wir werden noch mindestens vier Drachen sehen. Das heißt, wir knüpfen uns Drachenfang vor? Genau damit wird Hugo Kupka rechnen. Wenn uns die letzten 5 Jahre etwas gelehrt haben, dann, dass er gerne Fallen stellt. An einem Ort jedoch... wird uns absolut niemand erwarten. Drachenhauch. Dazu müssten wir aber übers Meer und ich war nie ein besonders guter Schwimmer. Ich kenne jemanden in Port Isolde, der uns helfen könnte. Und das wäre? Mein Onkel. Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield, der 7 hohen Häuser? Der stinkreiche Kaufmann mit den 10 Besitzungen? Moment. Rossfield. Du bist ein Rossfield, natürlich. Sein Name hat ihm sicher Türen geöffnet, doch sein Scharfsinn verhalf ihn zum Reichtum. Und zu einer ansehnlichen Flotte. Na, klingt nach einem Plan. Worauf warten wir da noch, ne? Hä? Hm?
Ich glaube, es könnte uns jeweils ein Drache erwarten. Ich will aber nochmal zum Schmied. Hier gibt es Aufträge. Also wir können ja natürlich jetzt die Zeit totschlagen. Kunde aus den Landen zum stillen Stifter. Okay. In der Tat, worauf warten wir? Ach, die Mutti. Was ist? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe einen eigenen Laden und meine kleine Theke. Und da ihr hier alle so fleißig für Gerechtigkeit kämpft, klingen bei mir praktisch pausenlos die Münzen. Das Einzige, was mich stört, ist diese nervtötende Geräuschkulisse. Wenn Dori und Otto gerade keine Kommandos durch die Gegend brüllen, hämmern, schlären und... Aber ja, jetzt räumen wir nicht rum. Aber wenn ein geplatztes Trommelfell der Preis dafür ist, dass ich mich zu den Konsorten von Sid und seinen Geächteten zählen darf, dann nehme ich das in Kauf. Nimm doch ein kleines Stück Fell, mach es sauber und schieb sie in die Ohren. Versteh's nicht. Das ist so ein kleines Stück Leder mit ein bisschen Fell eingerollt, sauber gemacht und perfekte Oropax. Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Was? Korallschwert. Ausverkauft. Für ein träges Aufenthalt aufrechterhalten eins einer Magieladung nahezu so schädlich wie ihr entfesseln. Die Ohrringe sollten diese fatalen Folgen hinauszögern. Breitet eine automatische Magieladung vor und hält sie bis zum Abfeuern bereit. Okay. Alter, ist das teuer. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Wieso mache ich dich arm? Meinst du, den können wir streichen? Wieder zurück? Und was darf sein? So, warte. Oh, Blitzfang. Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Sag ich ganz ehrlich, Blitzfang ist gar nicht schlecht. Und? Wie kann ich helfen? Und was darf sein? Verstärken. Wieso kann ich mein Schwert nicht verstärken? Blitzschlag habe ich gekauft. Und warum kann ich das... Warum kann ich Blitzschlag nicht verstärken? Oder zumindest gucken, wohin? Was das? Gut. Okay, das Schwert sieht cool aus. Ist auch schön, guck mal. Wenn der mit denen auf den Spielplatz geht, muss ich mir um die Kinder keine Sorgen machen und um den Hund auch nicht. Ja, machen wir noch ein paar. Ich will den Hundi jetzt mit den Kindern nicht stören. Laufen wir noch ein bisschen rum und nehmen noch mal ein bisschen was an. Naja, ein bisschen kriegen wir es ja schon hin, ne? Nicht mehr lange, Martell. Bald werden sie deine Äpfel probieren. Martell. Sid, ich hatte gehofft, dich zu sprechen. Alles in Ordnung? Ja, es ist nur... Nun, wie du weißt, versuchen wir, hier unten Obst anzupflanzen. Schön, dass uns das aus dem alten Versteck geblieben ist. Martells ganzer Stolz. Es war nur ein Sprössling, den sie aus den Trümmern gerettet hatte. Doch nun sieh ihn dir an. Ihre Arbeit zahlt sich endlich aus. Ich habe mich drum gekümmert, nachdem sie... Naja,
gestorben war. Und jetzt sind die Früchte endlich reif. Und nicht nur das, sie sind richtig lecker. Süß, wie sie jeder mag. Martell hat das Bittere rausgezüchtet. Beeindruckend. Die Neuigkeit wird sicher viele hier freuen. Ich finde, die erste Ernte sollten die Fluchbrecher bekommen. Für alles, was sie fürs Versteck tun. Kannst du ihnen bitte welche bringen? Ist am besten, wenn du das machst. Na, warum nicht? Komm. Es wäre schön, auch mal gute Nachrichten zu überbringen. Ah, vielen Dank. Die Fluchbrecher lagen ihr immer besonders am Herzen. Sobald sie versorgt sind, soll jeder einen Bissen abbekommen. Bitteschön. Die Sorte soll Martell heißen, damit wir sie nie vergessen. Das hört sich so komisch an. Heute ist es endlich soweit. Martell. Die Erfinder von Barbie. Ich habe mich mehr mit Barbie beschäftigt in den letzten Wochen, als ich sollte. Nur weil ich diesen scheiß Film gesehen habe und wissen wollte, was auf mich zukommt. Da fragen wir das einfach mal nicht. Lassen wir das jetzt bitte unkommentiert einfach so stehen. Justin, die Audio so zwischen, also Audio-Balance zwischen Stimme und Dingsbums passt, ne? Bin da selbst nicht so ganz sicher. In Schleder und Schmiede riecht es heute wieder wie. Ja, google mal Barbie-Film und warte kurz im Browser. Stimmt es, dass Sid dieses Versteck gebaut hat? Nein, ich werde den Barbie-Film nicht googeln. Schon schlimm genug, dass ich das über das Handy. Habe ich das über das Handy gemacht? Für dich passt Sims, ja, ist doch schön. Könnte vielleicht ein bisschen lauter sein. Ja, was genau? Also, meine Stimme oder das Spiel? Mein Mikrofon kann ich nicht verstärken. Ihr zwei seht aus, als hättet ihr Hunger. Hier, mit besten Grüßen von Martell. Oh mein Gott, bitte nicht. Die Stimme, ja, da muss ich Dingsbums ein bisschen runterdrehen. Martell, den Namen kenne ich doch irgendwoher. Muss ich das Spiel ein bisschen runterschrauben. Das war doch die Gärtnerin. Verflixt, du hast recht. Etwas seltsam war sie. Vernarrt in ihre Pflanzen. Ja, und tapfer war sie auch. Sie ist doch wegen der Pflanzen zurück ins Versteck gelaufen, als Titan angegriffen hat. Moment. Sind das etwa Äpfel von den Pflanzen? Das gibt's ja nicht. Sie wäre stolz darauf und das zu Recht. Danke, Sid. Da muss man noch nicht mal eine Minute warten oder so. Ein Geschenk aus dem Garten. Für dich. Mensch, da kommen Erinnerungen hoch. Ich habe keinen Apfel mehr gesehen seit... Seitdem ich meine Gummistiefel aus Holz gemacht habe. Der alte Sid hat die sauren Dinger vertragen. Er hat sie direkt vom Baum gepflückt. Zum Ärger von Martell. Aber wer konnte schon lange wütend auf ihn sein? Klingt nach dem Sid, den ich kannte. Ihr hattet wohl vor, die alle für euch zu behalten, was? Moment. Sind das etwa Martells? Ich bin froh, dass jemand ihre Arbeit weiterführt. Es war sicher nicht einfach für sie im Totenland. Martell wäre sicher glücklich zu wissen, dass ihre Arbeit Früchte trägt. Clive, sag unten im Garten Bescheid, dass sie mir auch welche bringen sollen. Ach. Nicht mal ein Dankeschön. Nun, ich habe gute Manieren. Danke, Sid. Du kannst den Korb hier lassen. Ich gebe den anderen was ab. Oh, das ist doch schön. Und richte dem Gärtner Grüße aus, ja? Das machen wir. Die Äpfel werden verteilt. Ich sollte zurückgehen und im Garten die Grüße ausrichten. In die Ferne. Hallo, Clive. Willkommen beim Stillen Stifter.
Dem stillen Stifter? Das hört sich komisch an. Heißt das, es kümmert sich jetzt jemand anderes um die Spenden unserer Freunde? Oh nein, das mache immer noch ich. Ich dachte nur, Charon hat ihr Bütchen, Schledern seinen Amboss. Da wollte ich auch gern einen netten haben. Ich führe weiterhin Buch über jedes Geschenk, das im Versteck eintrifft. Außerdem sorge ich dafür, dass du alles erhältst, was an dich persönlich adressiert ist. Möchtest du nachsehen, ob gerade etwas auf dich wartet? Na, solang's du nicht bist. Das haben wir für dich bekommen, Sid. Okay. Stadtgespräch. Eine fröhliche Runde geächteter und ihr tollkühnes Treiben ist bei den Damen. Okay. Bitteschön. Ah, Spenden. Respekt. Die Mitglieder unserer Kompanie geht hier, Ehre über alles. Okay. Spende wird verfügbar. Ah, Ruhm. Ah, solche Sachen. So, Kupo. Da bist du ja, Kupo. Ich wollte dich schon suchen gehen. Darum geht's, Kupo. Oh, wei. Ums Jagdbrett? Hier schlagen die Fluchbrecher Aushänge an, wenn sie besonders gefährlichen Kreaturen begegnen, die sie vom Erfüllen ihrer Missionen abhalten. Schließlich lässt sich mit der richtigen Planung jede Gefahr anpacken. Wolltest du das wissen? Das wusstest du doch schon alles. Deshalb brauche ich deine Hilfe. Wie du weißt, bin ich der mächtigste Mogri weit und breit. Keine Bedrohung im Wald und Flur macht mir zu schaffen. Aber nicht alle sind so tapfer wie ich und deshalb möchte ich dich bitten, all die gestrigen... Verstehe. Du hast schon recht, Nektar der... Furchtlose. Die Menschen in Valestia haben mehr als genug Sorgen. Die Fäule, der Krieg. Das Letzte, das sie brauchen, sind wilde Bestien, die ihnen das ohnehin schon schwere Leben zur Hölle machen. Wenn die Fluchbrecher also keine Zeit haben, sich ihrer anzunehmen, machen wir das. Werde ich es tun. Monsterjagd. Oder Monsterhunting. Werde ich es versuchen. Du hast ja keine Ahnung, wie froh ich bin, dass mir endlich jemand zuhört, anstatt nur meinen Bommel anfassen zu wollen. Und keine Sorge, ich bleibe hier am Brett und gehalte und was noch ein Ja. Was haben wir denn hier? So, den haben wir gemacht. Engel des Todes. Oh, das wird. Ratzenteufel, oha. Sonnenfahrt. Muss ich mir das manuell aufschreiben? Eine tolle... Ach so, ja. Na, dort, Kapu, lebensmüde. Ja, ist mir egal. Kann ich das nicht irgendwie... Gebrochene Griff Rosaria. Sonnenfahrt Sambrecke. Gehen wir mal zurück zum Garten. Ich glaube, wir können aktuell gar nicht viel machen. Ich will aber noch mal ganz kurz auf die Toilette.
So. Gut. Ach, der Besen ist genauso strohig wie Gautiers Haare. Die alten Äpfel waren Gift für ihn. Nee, mit Vivian muss ich nicht nochmal sprechen. Oh, wo komme ich denn? Bei mir pisst es heute ohne Ende. Ja, es ist sehr regnerisch aktuell. Die Frage ist nur, wie komme ich zurück? Rosaria soll irgendwas passiert sein. Ja, ich bin doch dran, meine Güte. Die Leute haben halt keine Geduld. Null. Null Geduld. Gibt's eigentlich Final Fantasy auch für PC? Das wäre mal interessant. Sekunde. Ich muss eigentlich morgen nochmal einkaufen gehen. Die Fluchbrecher senden ihren Dank und ihre Grüße. Sie hatten nur Gutes über Martell zu sagen. Sie erinnern sich an sie? Nach all den Jahren? Aber ist wohl kein Wunder. So nett wie sie war. Sogar zu einem stammelnden Tollpatsch wie mir. Du wirst vermisst, Martell. Warum musstest du nur sterben? Weil es immer die Guten sind. Die Guten müssen immer sterben, weil sie zu kompetent sind. Sie hat für ihre Arbeit gelebt. Sie wollte nicht aufgeben, ehe wir süße Früchte genießen können. Und das tun wir nun. Als sie gestorben ist, habe ich einen Setzling nach ihr benannt. Nun ist er ein prächtiger Baum. Das ist ein schönes Andenken. Durch ihre Früchte. Und durch dich. Auch ihr Traum wäre gestorben, wenn du nicht gewesen wärst. Darauf kannst du stolz sein. Ich, hab nicht wirklich viel getan, aber Dankeschön. So viel Nettigkeit habe ich nicht verdient. Übrigens, Otto hätte gern ein paar Äpfel. Und ich wäre auch nicht abgeneigt, falls das nicht zu viel verlangt ist. Natürlich nicht. Ich sorge dafür, dass ihr beide genug bekommt. Na, das ist doch süß. Sie mögen dein Obst, Martell. Ist das nicht wundervoll? Es ist an der Zeit, dass wir dir ein paar Geschwister einpflanzen. Und was ist mit meinem Hund? Der soll auch ein paar Äpfel kriegen. Die schmecken bestimmt lecker. Gut, machen wir hier erstmal weiter. Hätten wir Gav nicht mitnehmen sollen? Er war so motiviert. Wir brauchen seine feine Nase in Dalmekia. Nicht, dass uns Kupka überrascht. Für sowas ist Gav eben unser Mann. Ja, das ist er. Wie Sid schon gesagt hat, falls was schief geht, haben wir noch unsere Esper. Insbesondere, falls wir wieder die Chance nutzen müssen, um über uns hinaus zu wachsen. Er hat was entdeckt. Ich wusste immer, dass ich zurückkehren würde. Zurück nach Eisenholm. Wozu? Um Rache zu nehmen, um ihn Deine alle die Vergangenheit. Eier zu quetschen. Du hast es geschafft, mit ihr abzuschließen.
um dich auf deinem Weg begleiten zu können, muss ich das auch. Mhm. Da wachsen jetzt ein paar Eier. Wir stellen uns hier zusammen. Ja. Bis zum Ende. Gehen wir. Blutsbande. Machen wir in der nächsten Aufnahme. Wie weit mag der Einfluss deiner Mutter reichen? Ob es im Süden genauso schrecklich zugeht wie an Marthas Rast? Sehr wahrscheinlich. Wir sollten uns beeilen.